Dieses Tutorial deckt einfach jetzt die Standardeinstellungen, die du beim Rendern einstellen kannst, damit du das Video später abspielen kannst auf Computer oder auch bei YouTube hochladen kannst. Und zwar, wenn du das Video hier einmal fertig geschnitten hast im Edit-Bereich, dann musst du wechseln in den Delivery-Tab, also entweder hier auf die Rakete klicken oder die Umschalttaste um die Nummer 8 bedienen. So, dann sind wir hier im Delivery-Bereich. Wir müssen hier einen Namen vergeben. Baby auf Schaukel zum Beispiel, wie das Video heißen soll demnach. Dann einen Ort finden, wo das Ganze abgespeichert werden soll. Zum Beispiel hier bei mir. Dann schauen wir an das Format. Ich wähle immer MP4 Format. MP4 ist ein sehr gängiges Format. Das wird fast überall abgespielt. H.264 ist auch die richtige Codierung dafür. Das können wir so lassen. Resolution 1920x1080. Das ist HD. Das können wir so lassen. Framerate 30, das ist die, mit dem das Video aufgenommen wurde, das passt auch alles. Automatic Best Qualität ist auch alles in Ordnung. Also können wir hier einfach Add to Render Quake klicken und hier Start Render. Und dann beginnt er auch schon mit den Rendern. Und wenn er damit fertig ist, das geht hier sehr schnell, da es ja ein sehr kurzer Clip ist, dann finden wir das Video dort, wo wir das abgespeichert haben. Und können das Ganze dann auch im Player entsprechend aufrufen. Mein Name ist Sofia. Falls du weitere hilfreiche Tipps zu DaVinci Resolve benötigst, dann abonniere doch gerne diesen Kanal. Falls dir dieses Video gefallen hat, dann lass ihn doch gerne einen Daumen nach oben da. Und ich freue mich, dich im nächsten Video wiederzusehen.